Was geht, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja mal versprochen, dass wir Ramen zusammen machen. Und wie wir wissen, ist das der weltbeste Ramen. Vorab kurzer Disclaimer, ich bin kein Asiate und das heißt, das ist vielleicht auch kein authentisch asiatisches Gericht. Aber es ist eins, wie ihr super gut schmeckt. Guckt gern zu, kocht's nach und sagt mir dann gern Bescheid. Wir gehen jetzt einmal kurz die Zutatenliste durch. Und eigentlich könnt ihr das alles hier im Supermarkt kaufen, bei euch um die Ecke, bis auf das hier. Aber das verlinke ich euch dann in der Beschreibung, dass ihr euch das auch übers Internet bestellen könnt. Ganz simpel über Amazon. Also, wir haben hier einmal Hackfleisch, ungefähr 150 Gramm. Wir kochen für zwei Personen. Ich habe hier Nackenkoteletts genommen. Im Originalfall würde man das Ganze aber mit Bauchspeck kochen. Wir wollen ja ein bisschen hier auf dem Fitness-Channel noch Kalorien sparen, deshalb das hier. Sesamöl. Ganz wichtig. Dann dieses wunderschöne Ding hier. Ist im Endeffekt so ein Reiswein gemischt mit ein bisschen Geschmacksverstärker, wenn ich mich nicht irre. Dunkle Sojasauce, Austernsoße fürs Fleisch, ein bisschen Sake, Hühnerbrühe, ganz wichtig Miso-Paste, wir machen ja auch Miso-Ramen, 600 Milliliter Wasser, weil es für zwei Personen ist, dann hier Mais und Mungobohnen. Eier, Lauchzwiebel, wir brauchen eigentlich nur eine, aber naja, 2 Zehen Knoblauch, eine Schalotte, Ingwer, ganz wichtig, Ingwer, super wichtig, und Ramen-Nudeln. Ihr könnt im Endeffekt alle Nudeln nehmen, wie ihr möchtet. Also, ich würde sagen, dann legen wir los. Ich nehme euch mit, guckt zu, wie ich das Ganze mache, in welcher Reihenfolge, und ihr seht, das Ergebnis ist wunderbar. Also, wie gesagt, wir nehmen eine Schalotte, eine so eine Lauchzwiebel, die teilt ihr gleich. Ihr braucht das untere Ende zum Anbraten. Dann schneiden wir uns ein bisschen was vom Ingwer ab. Das ist abhängig davon, wie ihr Ingwer mögt, ne? Sagen wir es mal so. Ich nehme hier so ein Stück. Na, ungefähr. Also so ein Daumen. Und das ist schon recht viel. Dann 2 Knoblauchzehen. Und die Eier, die werden wir jetzt schon mal vorkochen. Kein Hexenwerk, wir nehmen einfach so ein bisschen Wasser. Lassen das einfach volle Hütte aufkochen, bis das Wasser kocht. Und dann tun wir die Eier langsam rein. Dann brauchen wir hier aber noch unsere Stoppuhr, denn das beste Ergebnis kommt ungefähr zwischen 6 und 7 Minuten, je nachdem, wie flüssig ihr eure Eier haben wollt. Also wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben wollt, dann macht ihr nur 6 Minuten. Wenn ihr es weniger flüssig haben wollt, macht ihr 6,30 oder 7 Minuten. Seht hier jetzt, das Wasser kocht, ne, es dampft. Dann nehmt ihr einfach so einen Löffel, dann das Ei da drauf und legt es ganz vorsichtig ins Wasser. Jetzt macht ihr mit dem zweiten Ei. Zack, Eier liegen drin. Timer. Und dann warten wir jetzt einfach 6 Minuten oder 6,30. Und hier 6 Minuten 30, wir nehmen einfach raus und kühlen diese Eier jetzt ab. Im Grunde einfach nur kaltes Wasser reingetan oder einfach warmes, lauwarmes Wasser. Die stehen jetzt da drinnen, keine Ahnung, so lange bis ich fertig bin, und kühlen in der Zeit ab. Hier seht ihr dann beispielsweise Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln. Das ist jetzt soweit fertig. Jetzt dosieren wir noch den Sake. Ich wiege das jetzt extra für euch ab, weil ich wiege das eigentlich nie ab. Ich mache das so grob nach Gefühl. Ja, so 50 Milliliter wird perfekt sein. Das ist vielleicht sogar ein Ticken zu viel. Ein bisschen was Außergewöhnliches. Ich habe den Wasserkocher leer gemacht und mache da jetzt hier 600 Milliliter Wasser rein. Das kochen wir jetzt im Wasserkocher auf, damit es schnell geht. Damit wir bereits heißes Wasser haben, wenn wir gleich das Gemüse beziehungsweise die Zwiebeln, Ingwer etc. mit dem Fleisch anbraten. Wir hätten fast die Lauchzwiebel vergessen. Ich hatte ja vorhin gesagt, die brauchen wir auch. Wir brauchen nur das weiße Ende. Das obere Ende nehmen wir nachher fürs Topping und schneiden halt wirklich das ab, was grün ist, ne, was so recht dünn ist. Und das, was ein bisschen dicker ist, das kommt gleich mit zum Braten. Also wir machen jetzt den Topf, machen wir heiß und machen schon in den Topf Sesamöl rein. Machen da so einen Schuss rein, das ist so ein bisschen, muss man erstmal gucken, wie viel ihr da braucht, ne? Also wirklich, ich weiß nicht, maximal, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so 10 Gramm, sagen wir mal 10 Gramm Öl, das reicht erstmal. Dann lasst ihr das Ganze heiß werden. Ich mache hier mal volle Stufe, dass es möglichst schnell geht. Und dann machen wir gleich erst die Zwiebeln und Ingwer rein. Das brät so ein bisschen an, vielleicht eine Minute, werdet ihr gleich sehen. Und dann kommt das Hackfleisch dazu. Anfängt so ein bisschen zu dampfen, dann machen wir die Temperatur ein bisschen runter. Und dann machen wir das Ganze erstmal rein. Die grünen Zwiebeln mache ich immer einen Ticken später mit rein. Machen wir noch einen Ticken weniger, so auf 6. Wenn das Fleisch gleich mit dazu kommt, dann müssen wir es ein bisschen höher machen. Und das bratet oder brät ihr, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, bereits im Topf an. Bis das so leicht goldig wird
Dann kommt jetzt auch schon die grünen Zwiebeln dazu. Oder beziehungsweise der Lauch. Die Lauchzwiebel ist das ja. Und wie ihr seht, ungefähr so sollte das sein. So sollte das aussehen. Und dann kann auch schon das Fleisch dazu. Hier sind das 150 Gramm. Wir nehmen für zwei Leute 150 Gramm Hackfleisch. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass das alles nicht anbrennt. Deswegen auch davor das Gemüse nicht zu lange braten. Und wenn ihr seht, dass das hier so ein bisschen pappt am Topf, dann müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Öl dazu tun, weil sonst brennt das Ganze an. Und ihr müsst das auch ständig rühren, so wie ich das hier mache. Das macht ihr jetzt so lange, bis das Hackfleisch so leicht angeröstet ist. Wenn das Hackfleisch ein bisschen Wasser gelassen hat, dann, das passiert nun mal, dann könnt ihr vielleicht die Temperatur einen Ticken höher stellen, dass das ein bisschen schneller verdampft. Insgesamt wartet ihr einfach nur, bis es leicht angeröstet ist. Wenn das Fleisch jetzt ein bisschen anbrät, machen wir schnell die Nudeln parallel dazu, denn wir sind schon auch fast fertig. Lass das Wasser auch hier erstmal kochen und dann kommen die Nudeln dazu. So, jetzt sehen wir, das hier ist ungefähr, wie es aussehen soll, ne? So leicht angebraten. Und dann kommt hier ein Schuss von unserer magischen Flüssigkeit, die werde ich euch verlinken. Wie gesagt, das ist eigentlich nur so ein spezieller Wein. Mache ich mal so ein bisschen nach Gefühl, ungefähr einen Esslöffel, vielleicht einen Ticken mehr. So, das kommt rein, dann kommt der Sake rein und ein Schuss, also wirklich nur einen kleinen Schuss Sojasauce. Ja, das vermischt ihr jetzt, bis das alles so ein bisschen durchtränkt ist von der Soße. Für alle, die keinen Alkohol konsumieren, die können den Sake einfach weglassen, das ist jetzt keine Pflicht. Aber macht natürlich nochmal so einen leichten, ja, Funken Geschmack aus. Und wenn das Ganze so aussieht, dann kommt unser vorgekochtes Wasser rein. Deswegen habe ich auch vorher das Wasser abgewogen, damit ich weiß, wie viel das ist. Weil dann kann ich einfach alles reinmachen. 600 Milliliter, 300 Milliliter pro Person. Und dann die Hühnerbrühe. Ganz simpel, könnt ihr jede nehmen. Wir haben einfach nur jetzt diese zu Hause. Und die könnt ihr dosieren nach Geschmack. Also da gibt es jetzt keine Regelung. Der eine will vielleicht ein bisschen intensivere Hühnerbrühe. Der andere ein bisschen weniger intensive und ich kriege diese hier jetzt nicht auf, das ist perfekt. Da unsere Packung schon fast leer ist, kann ich wahrscheinlich alles reinmachen. Dann rührt ihr das Ganze so ein bisschen um, das köchelt auch nebenbei. Nicht zu heiß werden lassen, da kann man auch schon ein bisschen weniger machen. Fehlt gleich nur noch die Miso-Paste. Also, Miso-Paste auf. Ich nehme hier die dunkle Miso-Paste und ich mache das Ganze nach Bedarf. Ich möchte vorher sagen, ich nehme relativ viel Miso-Paste, weil ich das kenne, weil ich den Geschmack mag. Wenn ihr das erste Mal mit Miso-Paste kocht, nehmt lieber so ein bisschen weniger. Das ist ungefähr sowas hier. Ja, das kommt dann hier rein. Und ganz wichtig ist, umrühren. Umrühren, umrühren, umrühren. Die Paste muss sich komplett lösen. Das ist das, was ich euch empfehlen würde. Ich nehme wahrscheinlich ungefähr das Doppelte. Das macht die Konsistenz ein bisschen dickflüssiger. Ich mag das sehr gerne, wenn das so intensiv Miso-Geschmack hat. Deswegen erst probieren und probiert das nicht unbedingt pur in den Mund. Also das ist sehr salzig, ne? Möchte ich nur einmal vorwarnen. Wie gesagt, nochmal, ich mag den Geschmack, deswegen mache ich hier ein bisschen mehr. Aber selbst für mich ist das jetzt auch schon viel, ne? Wasser kocht, ich nehme jetzt die Ramen-Nudeln. Wir nehmen in unserem Fall 100 Gramm insgesamt und das heißt ungefähr 50 Gramm pro Person. Könnt ein bisschen mehr nehmen, im Schnitt sind das aber so 50 bis 70 Gramm Nudeln pro Person. Wir haben auch heute einfach nicht mehr, deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben. Also einfach in kochendes Wasser, dann ein bisschen Temperatur runterstellen. Die Brühe, die Miso-Brühe, die würde ich jetzt nicht zu heiß werden lassen. Ganz wichtig, immer umrühren nebenbei. Geht aber eigentlich recht flott, ne? Kochen wir die Nudeln, ganz wichtig, das sind nur, ich weiß nicht, 2-3 Minuten, vielleicht 4 Minuten, je nachdem. Ihr habt hier immer eine schöne Anleitung. Haltet euch dran, weil sonst kochen die Nudeln zu weich auf. Die Brühe ist fertig, die Nudeln kochen. Wir machen jetzt unser Fleisch. Wie gesagt, normalerweise würde man Schweinebauch nehmen. Wir haben eine etwas magere Alternative gefunden, aber es sollte trotzdem ein bisschen fettigeres Fleisch sein. Wenn ihr jetzt kein Schweinefleisch esst, könnt ihr auch Rind nehmen oder Hähnchen, das ist vollkommen egal. Das ist dann Geschmackssache. Ne? Man könnte das Ganze auch vegetarisch essen, das ist kein Thema. Aber dann dürft ihr halt auch kein Hackfleisch reintun. So, ich brate das Ganze auch mit Sesamöl an. Dieses Sesamöl kriegt ihr übrigens in jedem normalen Markt. Ganz wichtig ist, es gibt Sesamöl, das nicht geröstet ist. Und dann gibt es welches, das aus gerösteten Sesamkernen ist. Sesamkernen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nicht das normale, weil das normale hat nicht dieses tolle Aroma. Also immer das Geröstete nehmen.
Nudeln sind jetzt fertig. Das hat original 3 Minuten gedauert. Ich mag das, wenn die so ein bisschen nicht auf den Punkt sind, noch so ein bisschen hart, weil ihr tut sie ja in eine Suppe und da schwimmen die auch noch ein bisschen rum. Und dann saugen die immer noch Flüssigkeit auf. Und wenn die schon fertig sind, wenn ihr sie reintut, dann müsst ihr entweder ganz schnell essen oder sie werden halt zum Ende hin matschig. Ne? Immer vorsichtig damit. Dann parallel dazu immer das Fleisch wenden. Ihr bratet das so ein bisschen von beiden Seiten an, so wie hier. Und gleich kommt dann noch ein bisschen Soße mit rein und lassen wir die dann da drin ein bisschen schwimmen. Damit ihr nicht extra so einen Nudeldurchschlag braucht, ihr schüttet einfach ab. Eine Gabel vorhalten. Ja. Seht ihr mal hier, wir sparen auch Energie auf diesem Kanal. Und die kommen dann gleich schön in die Suppe. Das Fleisch ist so gut wie fertig. Ich habe es jetzt auf die Hälfte der Hitze gemacht. Es ist praktisch durchgebraten. Jetzt kommt da ein Schuss Austernsoße zu. Ein Schuss von dem hier. Und ein Schuss von der Sojasauce. Und dann lassen wir das Ganze nochmal so ein bisschen köcheln da drin. Also guckt genau zu. Ich mache das alles nach Gefühl. Deswegen kann ich euch da keine genauen Dosierungen nennen, aber ihr seht ja ungefähr, wie das aussieht. Und ich glaube, das kriegt ihr dann auch hin. Jetzt das Ganze einfach ein bisschen umrühren. Na, schön. Zack. So ein bisschen auf kleiner Hitze noch köcheln lassen. Deswegen solltet ihr das auch möglichst machen, wenn das Fleisch noch nicht ganz durchgebraten ist. Weil das ja sonst einfach zu hart wird. Das lassen wir jetzt so ein bisschen hier drin. Also diese Mungobohnen hier, die wasche ich dann immer noch ein bisschen durch. Ich glaube, die muss man nicht durchwaschen, aber ich mache das immer. Und wir servieren die tatsächlich roh. Ich weiß, es gibt Leute, die braten die an, aber ich mag das einfach, wenn die jetzt hier ein bisschen durchgewaschen sind. Lasse ich das hier ablaufen und dann schön da rein als Topping. Dann sind die auch noch schön knackig, sehen super aus. Ist aber Geschmackssache. Ne? Ich weiß, wie gesagt, es gibt Leute, die braten das auch an. Also wir sind jetzt so gut wie fertig. Die Suppe ist fertig, die Nudeln sind fertig, das Fleisch ist auch fertig. Hier sind die Toppings. Wir nehmen Mais, den Rest der Lauchzwiebel, das grüne Ende, die 2 Eier, für jeden ein Ei, die Sprossen hier oder die Mungobohnen. Und wir fangen jetzt an damit, erst die Nudeln zu verteilen. Ja, ich mache das ganz simpel. Also wie gesagt, ich habe es gerade ablaufen lassen, tue die Nudeln hier rein. Da gibt es auch keine geheime Taktik, sieht wie bei jedem doof aus. So, das ist perfekt. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen ausgleichen. Also wir machen das auch immer nach Gefühl, ne? Hier so ungefähr 50-50. Kommt schon hin. Ein bisschen so verteilen, dass die nicht einfach nur in der Mitte, so ein bisschen ausbreiten. Und dann kommt auch die Suppe schon dazu. Dann nehmen wir so einen Suppenlöffel. Ich gebe das Ganze immer einfach aus. Dann hätte ich auch keinen Suppenlöffel nehmen müssen. Perfekt. Aber hier für das Fleisch, für den Rest, ne? Zack. Was jetzt wichtig ist, so ein bisschen verteilen, dass das Ganze hier so gleichmäßig ist. So, zack. Weil wir legen ja gleich die Toppings da drauf und die Toppings sollen ja schön gleichmäßig platziert sein. Wir fangen an mit dem Ei. Ei zerschneiden. Jetzt sehen wir, ob das Ei perfekt geworden ist oder zu hart oder zu weich. Ja, ich finde es okay. Hätte ein Ticken weicher sein können, aber ich finde es okay. Und dann legen wir das einfach hier so drauf. Sieht jetzt nicht so schön aus. Zack. Zweites Ei. Ja, ist schon nicht schlecht. Wisst ihr, im Original würde man diese Eier erst kochen und dann würde man sie einweichen in so einer Sojasoßenmischung. Aber dafür haben wir ja keine Zeit. Wir wollen das Ganze ja möglichst schnell und möglichst, ja, produktiv erledigen. Dann die Sprossen. Ich teile die einfach mal so in die Hälfte. Zack, so einfach oben drauf. Ein bisschen eure, weiß ich nicht, kreative Seite. In Lauf lassen. Dann nehmen wir noch einen Löffel für den Mais. Hier nehmen wir diesen ganz normalen Dosenmais. Ich mag das ganz gerne, weil man ein bisschen mehr Mais hat. Andere Leute mögen das, wenn man ein bisschen weniger Mais hat. Wieder alles, so ein bisschen auch Geschmackssache einfach. So sieht das Ganze aus. Schön voll mit Soße. Aber erst schneiden wir lieber eins. Perfekt, dass ich ein weißes T-Shirt an habe, wenn ich Fleisch essen will. Ich schneide das einfach mal ganz so simpel. Ne? Also kein Hexenwerk. Weiß ich auch nicht, ob es da irgendwie so eine spezielle Technik gibt, wie das zubereitet werden soll. Aber ich nehme das Ganze einfach mal so. Zack. Dann meistens mit den Händen, weil mit der Gabel funktioniert es dann doch nicht so gut. Deswegen ist es wichtig, dass es auch ein bisschen kühl ist. Platziere das Ganze mal hier so ein bisschen optisch halbwegs schön. Zack. Und hier kommt dann in die Mitte die Zwiebeln. Ein bisschen wenig Zwiebeln für meinen Geschmack. Aber naja,
Und so würde dann eine Portion aussehen. Dann machen wir jetzt noch das zweite Stück Fleisch, wenn wir schon mit den Händen angefangen haben, da das eh nicht so heiß ist. Aber das ist ein bisschen wärmer. Zack. Vielleicht könnte man hier noch ein bisschen. Das essen wir gleich. Super lecker. Und im Grunde sind wir damit auch schon fast fertig. Jetzt holen wir noch die Stäbchen und einen Löffel und machen nochmal eine coole Aufnahme. Aber ihr seht, super simpel. Ich wasche mir erstmal die Hände. Also so sieht das fertige Resultat aus. Und ihr braucht dafür Stäbchen, aber auch einen Löffel. Denn die Brühe esst ihr halt mit dem Löffel und den Rest mit den Stäbchen. Also parallel immer so nebeneinander. Mit der linken Hand der Löffel, mit der rechten Hand die Stäbchen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr könnt das alle nachkochen. Probiert es auf jeden Fall aus. Es ist geschmacklich für mich eine 10 von 10. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie gesagt, da das hier auch immer noch ein Fitness-Channel ist, könnt ihr auch gerne Hähnchenfleisch oder mageres Rinderfleisch oder irgendwas anderes nehmen. Viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.